Das ist jetzt die Taktik für den Tag. Run and gun. Ein wichtiger Kämpfer, der hat sich wirklich super gut verkauft. Die Reihe fasst die Ruder aus der Hand, Alter. Wieder bis. Mann, ey! Wir kriegen hier an jeder Bude unseren Fisch. Und das ist ein krasser, das ist ein großer Fisch. Ein saugeiler Fisch. Das Konzept scheint wirklich zu funktionieren. Nein, weg ist er! 71 cm gilt es zu schlagen. Oder? Yes! Oh, das ist er! Ja, neuer Tag. Wir sind uns nicht so ganz sicher, was wir heute machen. Eigentlich wollten wir ja die Gewässersafari machen und heute auf die Maas fahren. Jetzt gibt es aber den einen oder anderen Grund, warum das vielleicht nicht so gut wäre. Wir sind uns unsicher, wir wissen nicht, was wir machen. Deswegen haben wir gesagt, wir losen. Oder? Ja. Ich habe in der Hand. Warte, habe ich was in der Tasche? Ja. In einer Hand habe ich etwas, in der anderen nicht. Wenn du das ziehst, wo etwas drin ist, bleiben wir hier. Wenn du das ziehst, wo nichts drin ist, fahren wir an die Maas, okay? Okay, also was drin, bleiben wir hier. Ja. Okay. Was meinst du? Rechts. Mal links. Rein. Bleiben hier. Tja, so ist jetzt noch. Scheiße. Wenn wir nichts fangen, hat er recht gehabt, ne? Ja. Ja, ihr wisst ja, gestern lief es nicht so gut, aber vielleicht machen wir heute mal eine andere Taktik. Vielleicht hat sich über Nacht was geändert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bisschen mobiler vielleicht angeln. Mehr ausprobieren. Naja, wir haben ja nicht, also ködertechnisch haben wir nicht so wenig ausprobiert, muss man das sagen. Das stimmt, ja. Aber wir waren schon eher an den Spots irgendwie geblieben und haben die echt ausgeangelt. Ne? Ja. Okay. Vielleicht finden wir was Neues. Los geht's. Los geht's. Hey, es sieht so sonnig und warm aus, aber es ist arschkalt. Nicht ja, arsch. Bulli anziehen, wenn wir fahren. Mhm. A Bulli. Erster Wurf hier. Weißt du das denn? Das kommt runter. Das kommt nicht drauf. Ja, das kommt in die Folge. Nein! Ah, abgerissen! So, wir hatten jetzt gerade zwei krasse Kontakte, kurz nacheinander. Schaut euch das an. Komplett den Köder zerledert. Eine Sekunde danach kriegt er das den Biss. Abgerissen. Und ist abgerissen. Aber ist vom Druck her abgerissen. War das auch so ein harter Biss? Ja. Bei mir, das hat einen unglaublichen Rupfer gemacht. Ja, bei mir auch. Das ist scheiße, weil vor allem war es mein letzter Lipless Crankbait. Boah, war das ein Rucker, ey. Bei mir auch, das war Wahnsinn. Absolut ärgerlich, ey. Hat man einen dicken Fisch drauf, man reißt da ab. So, wir haben jetzt nach den anfänglichen Bissen die ganze Zeit nichts gekriegt. Ich stehe jetzt kurz davor, den Spot zu wechseln, aber bevor wir das machen, probieren wir noch mal eine andere Methodik aus. Ich habe es gestern schon mal erklärt, mit dem steifen Seitenarm, Snails Rig. Gestern kam der Große dann, nachdem auch vorher nichts anderes ging. Jetzt probiere ich das noch mal schauen, ob es klappt. Ja, sehen wir mal. Also guter Biss war es auf jeden Fall. Der Fisch kann ja nicht sagen. Fisch, aber ja, fühlt sich gut an. Fühlt sich sehr gut an, oder? Waller? Das weiß ich nicht. Er steht gut unten wie ein dicker Zander. Ei. Oh, das ist ein guter Fisch, ey. Na, ist eine leichte Rute, ne? Also wie viel Gramm hat die? 30. Ach du Scheiße! Ja gut, der hat nicht geschaltet. Der hat sich so draufgelegt, hat aber gebissen. Aber der hat sich sehr gut verkauft, also wirklich, habt ihr ja gesehen, wie die Rute sich gebogen hat. Na guck, der hat den da im Maulwinkel gehabt, ganz normal. Guck mal, das ist einfach einer, der ist einfach ein wilder Fisch, ne? Aber 58, 60 hat er vielleicht auch, ne? Ja, so. Also ein echter Kämpfer, ne? Ein Kämpferherz hat er. Da ist er. Krass, wie warm der ist, ne? Ein richtiger Kämpfer, der hat sich wirklich super gut verkauft. Also ich habe jetzt gedacht, das ist wieder ein 70er Fisch. Der ist jetzt vielleicht so knapp 60, aber jetzt auch nicht so schlecht. Schön starker Fisch. Kam auf den Predator in meiner Lieblingsfarbe. Der darf natürlich wieder schwimmen hier. Aber ist jetzt nach 5 Fehlbissen tatsächlich der erste, der Spotwechsel hat sich
gelohnt. Wir hatten einen Fehlbiss hier und hatten jetzt gleich den schönen hier. Der darf wieder zurück. Und wir hoffen, dass das vielleicht der Start von der Serie ist. Adios, amigo. Boah. Gut, also, ein Anfang ist gemacht. Jetzt schauen wir mal. Motivationsfisch. Mir war wirklich arschkalt. Ich bin froh, dass Steffen noch diesen stylischen, wirklich schönen Anzug dabei hatte. Jetzt ist mir auf jeden Fall warm und ich kann auch weiter angeln. Boah, die ganze Zeit angeln, wenn einem kalt ist, ist irgendwie nicht so geil. So, jetzt können die Fische fangen. Jetzt können die Fische beißen. Ich habe meine Lieblingsfarbe drauf. Das ist so ein Schwarz mit Goldglitter unten für Zander. Da habe ich meinen größten Zander mitgefangen in einem Turnier bei der World Predator Classics. 95 oder 96 cm. Weiß nicht mehr genau. Den soll er jetzt auch bringen. Was ist jetzt, warum machst du das jetzt? Was ist der Vorteil jetzt? Erzähl mir. Das ist einfach nur was anderes, will ich machen. Das ist kein Vorteil. So ein einfach, dass Schleif. Es klackt und ich will es langsamer führen. Ah, erklär's doch mal. Nee, das erklär ich nicht jetzt. Wieso nicht? Weil es nur mich was angeht. Für die Abonnenten mache ich es natürlich. Also, ich will mal was anderes machen, weil es ja nicht so richtig gut läuft und deswegen probiere ich einfach mal eine andere Taktik aus. Ein bisschen langsamer führen, über den Grund schleifen. Kann ich theoretisch dann auch noch mit meinem Stopper variieren, weil unser Köder schwimmt ja, dann liegt das unten und der Köder kommt ganz langsam nach. Aber jetzt probiere ich erstmal ganz normal Texas Rig, einfach um was anderes zu machen und was Neues auszuprobieren. Buhne für Buhne, wieder bis. Mann, ey! Jetzt haben wir 7 Fehlbisse und einen Fisch, ey. Ich hab mehr. 14er. Guter? Das will ich jetzt diesmal nicht sagen. Der Biss war jedenfalls super, aber es ist ein kleiner Fisch. Oder ein okayer Fisch. Er hat ihn gewollt. Leader Touch, der zählt. So, haben wir schon automatisch released. Kam wieder auf den 3,5er Britator. In 10.02, Lieblingsfarbe. Und wir hatten jetzt hier an der neuen Buhne auch schon 2 Fehlbisse, einen richtig krassen Fehlbiss bei Dustin. Und vielleicht ist es tatsächlich so, weil wir jetzt immer wieder die Bisse am Anfang hatten, also kurz nach Start vom Angeln, dass wir dann öfters jetzt irgendwie die Spots wechseln, immer 20 Würfe, nächster Spot, 20 Würfe, nächster Spot. Vielleicht ist es im Frühjahr noch mal ein bisschen besser, als sich so an bewährten Spots festzubeißen. Schauen wir mal. Wir machen da jetzt aber noch mal weiter. Ja, wie Steffen gerade schon angekündigt hat, am Anfang kommen die Bisse jetzt nichts mehr, deswegen geht es direkt weiter, neuer Spot. Und das ist jetzt die Taktik für den Tag. Run and gun. Und dann kriegen wir hoffentlich den Dicky. Wir müssen, unser Ziel heute ist, dass wir den... Kommt jetzt nicht schlagen. Ja, oder? Genau. Ja. 71 cm sind zu schlagen. Ich kann jetzt schon mal ein Zwischenfazit geben. Ich angel gerade mit dem Carolina Rig, Texas Rig. Ich habe zwar jetzt gute Bisse gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt den Schlüssel ausmacht zu einem normalen Jig. Wir fangen jetzt deutlich mehr. Aber egal, weiter geht's. Jetzt hängt er. Schöner Biss, ey. Geil. Ich glaube, ein kleiner Fisch, aber brutaler Biss, ey. Wow. Ja, so schlecht ist er gar nicht. Ah, puh. Ey, ist der reingescheppert. Na, Auto-Release. Hat er mir auch einen mitgegeben? Naja, nicht so schlimm. Aber Texas Rig hat gefangen. Das freut mich auf jeden Fall. Naja, muss man sagen. Wir kriegen ja an jeder Buhne unseren Fisch. Das heißt, es ist heute doch gar nicht so schlecht. Also beziehungsweise Bisse kriegen wir an jeder Buhne. Ich habe das Gefühl, das könnte doch noch ein ganz guter Tag werden, unerwartet. Boah, boah, ein Rupfer, ey. Die knallen rein, ne? Der Rupfer, brutal. Die Reihe fast die Rute aus der Hand, Alter. So ein Schnurbogen stramm gezogen und dann noch voll in die Rute rein, ne? Das war wirklich Wahnsinn. Ja, Texas Rig funktioniert jetzt doch ganz gut, deswegen montiere ich mir jetzt noch mal. Ich mache jetzt 2 Stopper. Ich weiß nicht, warum ich das gerade abgerissen habe, aber ich habe überlegt, ob das vielleicht irgendwas mit den scharfkantigen Sachen zu tun haben kann. Oder auf jeden Fall geht es jetzt echt ganz gut, muss man sagen. Also wir haben ja heute Morgen gedacht, oh Gott, gestern war es so zäh. Und jetzt haben wir wirklich jede Bude hat eigentlich seinen Fisch.
Also wir haben zwar jetzt erst 2, 3 rausgekriegt, aber also wir haben wirklich jetzt seit einer halben Stunde, seitdem wir das Run and Gun machen, auf jeder Buhne auf jeden Fall 1, 2 Bisse. Es macht Spaß, weil die Bisse auch so brutal hart sind. Es ist jetzt nicht, dass wir viel fangen, aber ihr wisst ja ganz genau, die Bisse sind das Geilste. Oder wie seht ihr das? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das auch findet, dass die Bisse das Geilste sind. Ich muss sagen, so wie die Zander hier reinknallen, ist das echt sensationell. Kleiner, oder? Oh ja, ganz kleiner. Aber? Aber jetzt kam noch mal einer. Fisch Nummer 4 heute. Genau. Muss ein ganz schön kämpfen, wenn man ehrlich ist. Hier an der Buhne, zweite bis jetzt. Muss man sagen, das macht ein bisschen Hoffnung, dass es wirklich die Stellen sind und nicht die Uhrzeit. Weil wir sind jetzt hier an der Buhne zurückgekommen, wo wir vorhin auch Bisse hatten. Das wäre natürlich ganz gut. So, das ist ja wirklich ein ganz kleiner, aber Fisch ist Fisch. Wir sind dankbar um jeden Biss. Ups, weiter geht's. Schöner Biss. Hängt er? Ja. Kannst du. Guter Fisch? Ja, besser als die anderen auf jeden Fall. Kescher oder nicht? Viel besser. Ja, bitte. Der hängt ganz knapp. Aber ist nicht so groß. Aber trotzdem bitte. Ist egal. Ich habe mir schon parat. Sehr gut. Guck mal, wie knapp der hängt. Hast du es gesehen? Guck mal, was die für Kraft haben. Ne? Kraft? Ja, die sind richtig spritzig, ne? Auch wenn das jetzt ein kleiner Fisch ist, aber oder ein mittlerer Fisch. Der größte Fisch von heute. Der war größer heute. Hä? Der ist so wie meiner. Ja, sowas, genau. Ja, brutaler Einschlag, Nummer 5 von heute. Kein Riesenfisch, ne? Aber schon ein schöner Fisch. Texas Rig. Köder. Fisch. Ist doch geil. Yes. Puh, nicht schlecht. Das war doch jetzt wieder mal guter, ne? Ja, ein guter Biss. Petri, Steffen, fang was. Die ist komischerweise ja auch flacher als die anderen. Ja, Bohnen. Die ist flacher. Da weiß ich nicht. Das Einzige, was hier anders ist, ist, dass da halt hier diese... Ja! Hängt da? Guter Fisch? Nee. Oder? Doch. Nee. Nee, nee, kleiner. Aber schöner. Kleiner, aber schöner. Das ist immer. Ja. Unsere Taktik funktioniert. Wir gehen zu einer neuen Buhne. Erster Wurf, Fisch. Texas Rig wieder. Kein großer. Oh, und weg ist er. Ja, 15 Uhr. Viertel nach 3 sogar. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Gibt was zu essen, ein paar Nudeln. Boah, ist ganz schön sonnig, ich setz mal die Brille auf. Wir haben 6 Fische gefangen. Wirklich zäh. Und wir haben in den Buhnen, ne, habe ich ja schon gesagt, Run-and-Gun-Methode funktioniert ganz gut. Man hat dann mal 1 Biss, 2 Bisse, hat 2 Fische und dann halt eben nichts mehr. Dann muss man die Buhnen suchen, wo sie stehen, und das hat eben ganz gut funktioniert dafür, dass heute ganz schön schlecht ist. Unser Ziel, den 71er Zander zu fangen, haben wir natürlich noch im Kopf. Wir werden heute auch noch mal spät angeln, in der Nacht, wenn es dunkel ist, aber dann vom Ufer. Also wenn irgendwas geht, melden wir uns natürlich. Kulinarisch definitiv kein Highlight, aber für am Wasser und beim Angeln auf jeden Fall genießbar. Ja, so nach unserer Koch- und Mittagspause in der ausgedehnten Version, ich glaube, wir waren jetzt fast 2 Stunden in der Sonne gelegen, muss auch mal sein, haben wir uns jetzt wieder zusammengenommen und sind wieder aufs Wasser gefahren.
Wir wollen weiter bei der Taktik bleiben, Buhnenhopping zu machen. Also wir waren da jetzt 10 Würfe, erste Buhne, nächste, nächste, nächste. Und dann angeln wir so uns bis in die Abendstunden. Und da hoffen wir dann, dass wir dann entweder hier oder eventuell sogar vom Ufer noch mal was Gutes reißen. So, jetzt geht's auf. Wir sind, Batterien sind geladen von der Kamera und von uns. Und jetzt geht's los. Das ist so ein riesiger, ey. Oh! Nein, oder? Ja, das ist ein krasser, das ist ein großer Fisch. Ehrlich? Steffen. Mach mal, Bremse hast du? In Ordnung? Ja. Runter vom Kescher. Das ist ein richtig großer Fisch, glaube ich. Ich bin bereit. Ja, komm, jetzt. Oh. Ich bin bereit. Ja, ist das schöner. Alter, der Biss war brutal. Ja! Geil. Ich meine, so groß ist er nicht. Nee, aber super, ist der beste bis jetzt mit Abstand. Och, war das ein Biss, ey. Draufgeknallt. Ja, Schnurrbogen gerade gezogen. Und der Riesenschnurrbogen und trotzdem voll reingeknallt. Wow. Aber ist echt so, ne? Zweiter yes. Wurf da jetzt, ne? Ja. Ja, geil. Da holen wir mal raus, das schöne Stück. Schmuckstück. Oh, er ist noch fit. Aber der hat den auch voll weggezogen, Steffen. Der ist irgendwo ganz hinten, der Köder. Oh, sehr schön. Sehr schöner Fisch. Langer Fisch auch. Oh, geil. Guck mal, da ist er drin noch. Seht ihr den? Also der wollte den mal wirklich haben. Ein brutaler Biss, ein saugeiler Fisch. Ja, den mache ich schnell frei und dann darf er wieder weg. Schöner Fisch, abgehakt, jetzt darf er wieder schwimmen. Wir messen ihn noch ganz schnell, weil wir haben ja gesagt, wir wollen den 71er toppen. Wird er nicht ganz schaffen, aber es ist ein schmaler, langer Fisch, vielleicht kommt er nah ran. So, Steffen kümmert sich gerade ums Measureboard. Ich halte den Fisch so lange im Wasser. Ist auch nass gemacht. Ja. So, ich sage... Er geht genau bis hier hin. Ich sag 68. Ja, guck mal. Oh, genau. Guck mal. 71. Ein 71er. Ja. Da haben wir genau die Größe gehabt. Gilt es jetzt schon als Ziel? Oder? Nee, nicht das Ziel erreicht. Gleiche Größe, aber trotzdem Traumfisch. Schön, der darf schwimmen. Und tschüss, mein Lieber. Da war er sofort weg. Yes. So, also die Frequenz ist zwar überschaubar, aber jetzt gleich nach unserer langen Mittagspause hat man an der ersten Buhne einen Biss, an der zweiten Buhne jetzt gleich beim zweiten Wurf hatte Dustin jetzt hier den 71er gefangen. Also wir haben so ein Gefühl, vielleicht fangen wir jetzt nicht die Riesenfrequenzen, aber es ist irgendwie drin, gute Fische zu fangen. 270 plus Fische ist jetzt auch nicht so von schlechten Eltern, fängt man auch nicht jeden Tag hier. Von daher macht uns das eigentlich ein bisschen Hoffnung, da jetzt durchzuhalten, weil vielleicht kommt dann doch nochmal einer, der richtig größer ist als 71. Automatic Release. Aber die alte Regel hat wieder gegolten. Neue Buhne, zweiter Wurf, Fisch. Oh, schöner Fisch. Schöner Biss. Ach, kleiner Fisch, glaube ich, aber geiler Biss. Ey, der ist reingetockt auch wieder. Der Biss war wieder sensationell. Da ist er. Texas Rig, wieder in der neuen Buhne. Das Konzept scheint wirklich zu funktionieren. An jeder Buhne kriegen wir so unseren Biss. Kleiner Zetti. Großer Biss und da schwimmt er wieder. Weiter geht's. Ah. Hat gerade einen guten Biss hier, wenn man hier sieht. Dicke Zähne sind das gewesen. Ja. Wie beim Bassangeln. Ein kleiner, aber reingeknallt wie ein großer. Jetzt ist Dustin schöne on fire. Kleiner Fisch, aber macht wirklich viel Laune. Vor allem die Bisse von Zandern im Fluss. Wer das noch nicht gemacht hat von euch, macht das mal, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum das so ist, vielleicht weil sie im Fluss nicht so viel Zeit haben, darüber nachzudenken, also nachzudenken und zupacken müssen, aber die Bisse sind auch bei kleinen Fischen brachial. Der 71er, der hätte einen Biss gemacht wie, weiß ich nicht, 1,20 Meter Hecht oder so. Das war Wahnsinn. Könnte er sein. Das könnte der 72er sein. Oh, der sieht richtig dick aus. Gerissen. Was ist das? Der Einhänger ist gebrochen. So ein richtig guter Fisch.
so ein Mist. Ist immer besonders ärgerlich, wenn wegen irgendeinem Materialthema ein Fisch verloren geht. Ja. Super ärgerlich. Richtig schöner Biss, das hat man gleich gemerkt beim Biss, dass es ein richtig guter Fisch war. Vorhin haben wir noch drüber geredet, ja. Und jetzt passiert es tatsächlich, ey. Fürchterlich. Wenigstens einmal gesehen hätten wir noch mal so einen Bech, ey. Naja. Mal lass die nächste trotz Fisch. Ist natürlich jetzt keine Entschädigung für den, den Steffen hatte. Steffen hatte wirklich ein richtig dickes Teil drauf. Jetzt ein kleiner, schade. Ich traue immer noch ein bisschen dem Großen von Steffen nach, naja. Kommt hoffentlich noch. Das ist so wie beim Bass angeln. Ja, das ist der nächste. Das ist jetzt, glaube ich, der 12. Fisch. Ja. Ja, schade, das ist jetzt nicht die Entschädigung für den Großen, den du hattest. Aber egal. Egal, du hattest mich gleich beim Hallo. Egal, wo du warst und wieso. Kleiner. Aber deiner. Aber meiner. Hat sich hier den Data weggeparkt, aber richtig. Steffen hat schon den Motor angemacht, wollte losfahren. Hatte ich noch so einen schnellen Wurf gemacht und einen wirklich hammerharten Biss bekommen. Deswegen bleiben wir jetzt doch nochmal einen Wurf hier. Kam der an der Kante? Ja, ein bisschen weiter links jetzt habe ich geworfen. Mann, war das ein Biss. Sind dann auch bessere Fische, ne? Ja. Man wundert aber sich trotzdem, warum die da nicht hängen, wenn die so harte Bisse haben. Ja, ne? André. Ja! Ja. Ja, hab ja gerade gesagt, wir bleiben hier noch, weil ich einen Biss hatte. Steffen hatte auch noch einen Biss und jetzt haben wir die Übeltäter. Also, es war jetzt nicht die Größe, die wir uns erhofft haben. Aber egal, Fisch ist Fisch. Tschüss, kleiner Mann. Weiter geht's. Oder Frau. Oder Frau. Wir wollen hier ne? Politisch korrekt bleiben. Zanderin und Zander. Richtig, ganz wichtig. Ja, das ist ein guter Fisch. Obwohl. Nein, weg ist er! Nee, oder? Schon wieder. Das war ein richtig. Die Rute war durchgebogen, ne? Ja, das war ein guter Fisch. Ey, jetzt haben wir schon zweimal. Oh, ein Einschlag ohne Ende, ey. Habt ihr das gesehen? Ja, so geht's. Gute Chance. Ja, aber ein kleiner. Kriegen sie aber noch mal die Schnauze auf, ne? Direkt vorm Boot gebissen. Wieder ein kleiner. Das ist echt ärgerlich. Ich weiß nicht, ob man es eben gesehen hat. Der davor war halt wirklich deutlich, deutlich größer, stärker. Naja, egal. Wir wollen uns nicht beschweren. Ich weiß nicht. Gut zweistellig mit den Fischen. 15, 16. Ja, sowas haben wir bestimmt. Schöner kleiner Fischer. Guck mal hier, der hat eine ganz verkrüppelte Flosse hier. Irgendwie geht die wieder nach oben. Irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Aber steht voll im Saft. Schöner Fisch und kann auch wachsen. Trotz der kleinen Verletzung. Schwarm ist da. Auf, ach, auf Biss gehabt. Scheiße. Jetzt rupft es richtig. Ne? Jetzt kriegen sie noch mal Bock. Ja. Fehlbiss, ja. Jetzt haben sie richtig Bock. War sogar ein Live-Biss gerade, ne? So, noch so ein kleiner Schniepel. Schon schöne Fische hier, ne? Marke los. Ja, richtig schön. Schneeweiße Filets. Nein, der darf natürlich schwimmen. Barsch! Ja. Guck mal hier. Unser erster Barsch. Ein kleiner Barsch. Aber ein schöner. Erster Barsch hier. Und was der hat, ist oft für den Rhein typisch. Diese Flecken hier überall, seht ihr die? Manchmal sehen die richtig aus wie Sommersprossen. Naja. Stimmt, alle, die man hier so fängt an der Stelle, haben immer diese Flecken. Ne? Ja. Aber auch, auch an anderen Stellen im Rhein haben die das, finde ich. Sind das Parasiten oder ist das? Ne, das ist in der Haut drin. Naja, Parasiten können ja Ja, also das ist wie eine Verfärbung, ne? Ja, das kommen ja durch Parasiten auf. Meinst du, dass es daher kommt? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe schon welche gehabt, die haben. Oh, weg ist er. Die haben ausgeschaut wie Sommersprossen hatten die.
Also wirklich wie Sommersprossen. Ich kann gar nichts machen. Was ist denn das? Schöner Witzhammer. Kommen Sie klar oder brauchst du Kirsche? Ich habe mich selbst geschnitten ohne. Ja, ich denke schon, was guckst du denn so? Oh. Er hat so nah am Boot gebissen. Ich mache den Finger immer in die Schnur zum Biss spüren. Dann habe ich angehauen und durch so straff hat es mich voll mich selbst geschnitten. Naja, egal. Die Rache des Fisches quasi. Ich bin jetzt auch mal auf Steffens Lieblingsfarbe umgestiegen, schon ein paar Fische damit gefangen jetzt. C02, so ein Motoröl mit blauen Flakes drin. Wirklich sensationell. Nicht der kleinste von heute, allerdings auch nicht der größte von heute. Aber man muss sagen, die Fische sind tatsächlich aktiv jetzt am Abend. So, da ist er. Guck mal, wie schön die Fische aussehen. Und wie schön er die Stacheln jetzt noch aufstellt. Ist das nicht ein schöner Fisch? Guck mal, makellos. Toll. Brauchen wir nicht messen. Nicht unser 71 plus, aber nicht so schlimm. Macht sau viel Laune hier. In dem schönen Abendlicht. Wirklich richtig, richtig schön. Und die Flossen, wie schön er die aufstellt. Yes. Nee, normaler Fisch. Also besserer, aber jetzt kein guter. 45 statt 42. Fisch ist Fisch. Fisch ist Fisch. So, berührt ist berührt. Aber komm mal her, mein Freund. Ich sag dir eins. Wie warm die sind. Das geht jetzt los. Morgen würden wir richtig abräumen. Wir kommen in Beißlaune. Meinst du? Schöner Abend, Zetti. Darf er zurück? Ja, ist gleich vorbei hier. Also wir angeln jetzt doch nicht mehr nachts, haben wir entschieden, sondern nehmen einfach die Abenddämmerung mit. Aber wir haben bestimmt noch eine Stunde Zeit, um den 71er Zander zu toppen. Wie gesagt, das war unser erklärtes Ziel heute. Und wenn es nicht klappt, ganz ehrlich, das war echt ein schöner Tag. Und auch jetzt am Ende mit ein bisschen Frequenz. Also wir gehen stramm Richtung 20. Ist doch okay, ey. 20 Fische am Tag, das ist schon echt nicht schlecht. Auch nochmal echt besser geworden als gestern. Ich glaube, der Unterschied zu gestern war, dass wir tatsächlich mehr uns bewegt haben, mobiler waren. Ja, weiß ich nicht, weil gestern waren wir hier auch abends zur gleichen Zeit und dann ging gar nichts. Und jetzt haben wir hier vier Fische. Ja, das stimmt, das ist natürlich wahr. Vier Fische in kürzester Wobei, Zeit. Wobei wir vorher natürlich hier auch schon die ganze Zeit waren. Und dann hatten wir jetzt vorher hier in Ruhe gelassen, den Spot, ne? Und ja. Waren woanders. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Aber es ist, glaube ich, also signifikant bessere Frequenz geworden als gestern. Ne? Ja, das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Ja, ist man fast geneigt, morgen noch mal hierher zu kommen. Ja, ne? Den großen Zetti kriegen, weil den kriegen wir wahrscheinlich... An der Mars nicht so leicht, ne? Nee, da nicht so leicht. Da ist halt ein bisschen mehr bunt, ne? Da würden wir eher Barsche fangen, große. Barsche. Und Hechte auch, ne? Ja. So, jetzt haben wir hier doch ein paar Bisse und Fische gehabt. Machen jetzt noch ein, zwei Buhnen, gehen gleich weiter. Jetzt sieht man schön, die Sonne geht langsam unter. Jetzt gucken, ob die Dämmerung vielleicht noch den einen oder anderen bringt. Ein Dicki brauchen wir noch, ein Dicki. So. 71 cm gilt es zu schlagen, das kriegen wir schon noch hin. Gilt es zu schlagen, so kann es weitergehen. So kann es weitergehen, Spaß macht's. Toll ist's. Zwei Würfe. Nein, ein Wurf, jeder Fisch drauf. Ich hab gemerkt, dass ich mehr Bisse krieg mit dem schweren Bleikopf. Was dann denn? Dann war es bei mir. Bei mir war es. Oh, was ist das? Eine Riesenschuppe. Was ist denn das? Aber war, Brasse war das keine, oder? Das ist keine Brasse. Das sieht eher aus. Die was? Experten unter euch, sagt doch mal, was das ist. Das ist ja ein Riesenfisch. Ein Karpfen. Guck mal, wenn man die hier so raufpackt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was das war. Auf jeden Fall ein großer Fisch. Abbeißen doch noch, ne?
Oh. Automatik-Release. Ja, aber Fisch ist Fisch. Die beißen auf jeden Fall noch gut. Jetzt drei Bisse hintereinander. Der Dicke war immer noch nicht dabei. Aber was nicht ist, kann ja kommen. Da ist er! Der Dicki? Nein. Aber gehen wolltest du schon. Mini-Zander. Aber jetzt beißen sie nochmal. Tschüss. Jetzt sind wir hier nochmal an die Buhne gefahren, wo ich vorhin den 70er hatte. Jetzt bessere Zeit eigentlich, Abenddämmerung. Ist für Zander immer ganz besonders gut, obwohl wir hier nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht haben. Aber ich hoffe natürlich hier an der Buhne jetzt nochmal einen Dicki zu fangen. 70, 71 plus ist unser Ziel. Jetzt. Ah, boah. Das ist er aber nicht von der. Ja. Oh, das ist er. Warte. Das könnte er sein. Ja, warte. Scheiße. Ich habe ganz voll einen ausgeschmissen. Ey. Ich muss kurz reinkurbeln. Ja, so riesig ist er auch nicht. Ja, oh, doch. Yes! Ich wollte gerade sagen, wir sind noch mal zu der Buhne gefahren, wo ich mal den Dicki fangen wollte. Der hat mehr. Der hat mehr als 70, oder? Yes! Aber ganz schlanker Fisch, guck mal. Ein schlanker Fisch. Ganz lang. Vorsicht, das Echo hinter dir mit den Füßen. Boah, hat der den weggezimmert, den Köder. Guckt euch den Fisch an, geil. Ist das nicht geil? Ja, mal gucken, ob das jetzt unsere... Ich habe gerade moderiert, Wahnsinn. Ich packe den hier ins Wasser, damit er ein bisschen atmen kann. Guckt noch mal ganz schnell, den Köder hier. 10.02 hat er richtig weggeknallt. Ja, wir machen das Measureboard fertig. Ich habe gerade moderiert und wollte sagen, ja, wir sind jetzt hier zurückgefahren, wo ich gerade heute meinen größten hatte. Und dann ist das dicke Ding hier eingestiegen. Lassen wir den kurz im Wasser. Mach noch schnell den Haken raus, bevor ich das Measureboard hole. Und dann lasse ich ihn hier im Kescher noch ein bisschen atmen. So, Köder. Krass, ne? Dass man mit kleinen Ködern hier auch schön dicke Fische fängt. So, guck mal, ob wir unser Ziel erreicht haben heute. Nee, der hat auch 71. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Der hat genau 71 cm. Egal, trotzdem geiler Fisch. Kriegt er noch ein kurzes Foto und dann darf er zurückschwimmen. Wenn das der letzte Fisch war, schöner Abschluss. Ich packe ihn nochmal ein. Ich hätte gedacht, der ist größer. Ich auch. So, der hat länger ausgeschaut. Im Wasser hat er vor allem größer ausgeschaut. Ja, so. Oh. Ah, da will er schon weg. Puh, yes. Geil. Das war doch schön. Das war gut. So, weiter geht's. Kurze Frage. Meinst du, Ja. Die Buhne ist hier prädestiniert für Großfisch? Weil wir haben hier in dieser Buhne zwei Fische gefangen und beide hatten über 70. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So kann ich jedenfalls nicht werfen. Meinst du, ist das Zufall oder das ist... Gut, das ist jetzt halt zwei Fische, ist jetzt nicht so viel, dass man das jetzt wirklich... Ja. Ne? Aber auf jeden Fall kamen da beides mal die 270er da jetzt. Ne? Jetzt dreht er sich, oder? Ist gut, kickt er hierher. Ist das eine Maschine? Der schaut auf uns zu. Biber! Oh. Wir rapfen. Ja. Wir denken immer, da braucht auch Rapfen. Ja, so ein Rapfen, das war der Raub der Biber. Ah! Auto-Release, aber war auch nicht der größte. Willst du jetzt noch weiter angeln? Naja, drei Würfe, vier Würfe. Muss ich jetzt noch mal mitmachen, ey? Nee. Wenn du den Fisch nicht haben willst, der hat aber. Ach. Ich würde halt gerne noch einen großen fangen, aber ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr. So, letzter Wurf, der noch einmal. Ja. Fisch! Ich möchte für die Kamera kurz festhalten, den Fisch hat der Dr. Gräubel nur gefangen, weil ich gesagt habe, wir bleiben noch kurz. Gibst du zu? Ja, das stimmt. Ich bin nicht mehr richtig motiviert. Schöner, direkt unterm Boot gekommen. Darf er wieder schwimmen. Ja, das war's für heute. Wir haben es nicht geschafft,
den Fang zu toppen, aber wir hatten echt einen schönen Tag. 2,70er Fische, wir hatten glaube ich so an die 20 Zander, also richtig schöner Tag. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Liken, kommentieren, Glocke und so, den ganzen Quatsch wisst ihr ja, gerne machen. Und ansonsten melden wir uns bei der nächsten Folge. Und da wir jetzt eine, wie nennen wir das? Gewässersafari machen, von einem ganz anderen Gewässer. Also, bis dann. Ciao. Macht's gut.